Ooh, does she be Scarbuck, Bajank? Moin und willkommen bei Simsantino. Ja, und auch willkommen zur Folge 65 von unserem Let's Play, die Sims 4. Und was hat sie da gemacht? Oh Gott. Ja, hier haben wir ein paar Bilder. Ihr könnt eigentlich noch mal ein paar Selfies machen, oder? Haben wir noch ein Selfie? Ich dachte, wir hätten noch ein Selfie. Ja, ihr macht noch mal ein paar Selfies, würde ich sagen. Mach mal ein Selfie. Ja, Selfies sind immer cool. Zack. Dabba. Achso, eins reicht. Bekommt man das dann auch zum Aufhängen? Ja, Tatsache, cool. Dann einmal einen Rahmen hinzufügen, einen schwarzen. Ja, immer so ein paar Bilder machen, ne? Ist immer cool. Hey, verkauf mal dein Bild. Cool, 170. Achso, oh. Du solltest das verkaufen. Ja, heute machen wir wieder den Laden auf, klar. Und du gehst mal pinkeln. Wie sieht's aus mit der Katze? Wo ist die? Die sitzt da. Dann sei mal freundlich oder nee, Jenny, kümmer du dich mal ein bisschen um die Katze. Streichle sie mal. Die braucht ein bisschen Gefühle, wenn man das so nennen mag. Du schnappst dir Abendessen, okay? So, ja, spülen ist schlau. Oh, schon wieder dreckig, ne? Eieiei, hör auf mit Händewaschen. Händewaschen braucht ihr nicht. Ich glaube, ich werde mir mal einen Mod installieren, dass die nicht immer Hände waschen. Weil das ist furchtbar, oder? Ist doch wirklich furchtbar. Und du brauchst auch noch. Ja, komm, schnapp dir auch noch an. Schade, dass die Sims sich nicht irgendwie ekeln, nachdem die Katzen davon gegessen haben, oder? Das wäre doch nochmal cool gewesen, wenn dann da irgendwie so ein Mutlad kommt. Ekelig oder so. Weil ganz ehrlich, ich möchte nichts essen, was meine Katze vorher schon angegessen hat. Ja, also ich habe keine Katze, aber gilt auch für meinen Hund. Vielleicht bin ich da ein bisschen speziell, aber würdet ihr das? Und ja, dann zeige ich euch auch nochmal diesen Bug. Der ist doch wunderbar, oder? Alles kaputt. Geht alles nicht mehr, ne? Alles total verrutscht. Ich bin total sauer. Ich werde gleich erstmal einen schnellen Fix machen, dass das wieder heil ist, weil das sieht ja total blöd aus. Oh, ich verstehe das nicht, warum EA sowas übersieht. Oder bin ich dann Einzelfall? Das war gestern doch auch noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Das hier soll das so sein? Ich weiß nicht. So, ja, dann ess mal und dann ist noch ein bisschen Zeit, wach zu bleiben, oder? Dann schaut doch mal ein bisschen Nachrichten. Oh ja, heute ist auch die letzte Folge. Das bedeutet, ich will, dass heute das Kind kommt. Deswegen legt euch mal beide schlafen. Heute soll das Kind kommen. Ja, ich habe Bock darauf, dass das Kind heute kommt. Das bedeutet, wir machen heute eine XXL-Folge wahrscheinlich. Warum bist du schon wieder wach? Gegen Tür trommeln, komm. Wie, wer ist das? Okay. Wütend über Lärm beschweren, komm. Okay, kann man jetzt wieder schlafen? Ja, dann legt euch bitte hin. Es ist nämlich mitten in der Nacht. Och, und ihr habt 100 Euro verloren. Warum? Und gleich das dritte Trimester. Kann jetzt in Elternzeit gehen. Okay, das klingt höchst danach, dass es heute noch kommen kann, oder? Du gehst mal... Nee, komm, ersetzen wir das mal schnell. Und verwende es mal. Am besten stellen wir nochmal eine Haushaltshilfe an, oder? Nee, eine Haushaltshilfe brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber... Ja, wenn nicht schlecht, ne? So, dann leg dich wieder hin. Zack, 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 zack. Denn das Kind soll heute kommen. Ich weiß, es ist voll gemein, oder? Dann müssen die Sims die ganze Zeit schlafen. Leider habe ich den Mod nicht da, sonst würde ich die immer extrem müde machen. Einfach bei solchen Situationen, dass das einfach besser klappt.
und sie wird wach. Dann komm, mach nochmal. Und dann geh mal duschen, ja. Ich bin auch gespannt, was es wird und wie viele es werden. Ich muss mal kurz mein Programm öffnen. Wartet mal kurz, danke. Da ist es nämlich schon. Folgenplanung, Let's Play, Ziele für das Let's Play. Er soll nur ein einziges Kind kriegen. Okay, dann hoffe ich mal, dass es auch stimmt, dass nur ein Kind kommt. Ist ja wahrscheinlicher als mehrere Kinder. Ja, dann hoffe ich mal, dass es auch nur ein einziges Kind wird, ne? So, natürlich machen wir heute keine nur Schlaffolge. Aber ein bisschen erstmal, ne? Und den Laden machen wir heute auch nicht auf, oder? Heute nicht. So, dann mach mal spülen und dann wisch mal hier ein bisschen. Komm, wisch hier ein bisschen rum. Komm, das kannst du. Ja, genau, du kannst wischen. Die Katze frisst nicht, oder? Ja, oder wir gehen jetzt doch zum Einzelhandel, oder? Machen wir das doch heute? Heute öffnet der Laden einfach ein bisschen später. Ja, komm, wir machen das heute. Noch, ja. Ein bisschen schneller. Einzelhandel ist auch schnelles Gameplay. Dann gehen wir heute in den Einzelhandel. Ja, in der nächsten Folge sind wir schon wieder bei Hendrik und Laura. Und ja, wir machen ganz schön gut Geld, ne? Ich weiß nicht mehr, wie viel das bei der letzten Folge war. Aber es war viel. Das weiß ich wohl, dass es viel war. Okay. Dann... Wir haben offen, ne? Ja. Dann machen wir kurz restocken. Lad das mal wieder auf. Die sind alle schon kaufbereit. Ja. Ja, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir warten einfach ab. Ne, wir können zwar ein paar beraten auch, aber wir machen nicht viel Beratung. Wir lassen einfach laufen. Ja, das geht gut. Wir kassieren ab. Stimmt, wir müssen unsere Angestellten noch im Verwalten anweisen. Nee. Arbeitsaufgabe. Nee, nicht Laden putzen, sondern Arbeitsaufgabe. Nicht Laden putzen. Und ihre Aufgabe ist Kundenfragen beantworten. Kassieren tun wir nämlich noch. Okay, das bedeutet, sie beantwortet Kundenfragen. Nein, das wollte ich nicht. Und sie beantwortet ebenfalls Kundenfragen. Das heißt, wir warten einfach ab, bis kassiert wird. Das dauert ja mal ein bisschen und dann, ja. Geht es los. Der stinkt, oder? Nee, doch nicht. Das hauen wir jetzt mal weg. Wir haben nur noch 90 Simoleons. Kannst du einfach ein Bett schnappen? Nee, kannst du nicht. Okay, dann nicht. So, ja, wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Ganz gemütlich. Hier, berate mal Elisa Pancake. Der ist das, oder? Elisa, ja. Handel, Fragen beantworten. Ne? Vielleicht machen wir auch gelegentlich welche fertig. Es dauert ja mal ein bisschen, bis die Kunden soweit sind. Also ich finde es ziemlich anstrengend, bis man die Kunden denn dann alle fertig hat. Aber man kriegt's hin. Und auf Dauer können wir auch ein großer Laden werden, denke ich. Weil wir haben in der letzten Folge, glaube ich, 5000 Euro Umsatz gemacht oder so. Gibt es da irgendwie Statistiken zu? Nee. Kann ich jetzt hier nicht abrufen. Ich weiß wohl, dass es beim letzten Mal hoch war. 90 jetzt. Und es wird ja bald höher. Wir haben nämlich auch Gewinnspanne 50%. Das ist ziemlich schwierig. Was für eine ausgezeichnete Wahl. Dann kassieren wir einmal ab. Komm. Ja, es ist 12 und die ersten Kunden werden abkassiert. Das Lustige ist, dann kommen plötzlich immer ganz viele, die abkassiert werden müssen. Zack. Und dann haben wir nämlich direkt schon mal, ne, 1500 und 1000 kostet das, wenn man das auffüllen will. Das heißt, wir machen dann immer 500 Gewinn sozusagen, ja. Ja gut, mit den Mitarbeitern ist es ein bisschen weniger noch, aber es ist halt schon lukrativ. Dann lass einfach mal schneller laufen, bis wieder dort steht. Moira Fürris ist gestorben. Ah ja, das sind Mods halt, dass sie sterben und so auch.
Obwohl wir die gar nicht spielen. Nee, das sind keine Mods, aber dass dann das vererbt wird. Hier, Laura ist da. Ja, beantworte mal die Fragen. Laura, deine Schwester, ja. Laura ist nämlich die Schwester vom Felix. Die ist jetzt auch letztens Teenager geworden. Das spielen wir dann ja auch morgen wieder. Ich überlege auch, ob... Nee, sie zieht nicht aus, ne? Ich hatte das ja aufgeschrieben. Laura, genau. Sie bleibt erstmal da, bis sie eine Erwachsene ist und ja. Okay, das lief nicht gut. Henrik ruft an. Nö, wir haben jetzt gerade keine Zeit zum Plaudern. Wir warten ab, bis noch mehr Leute kaufen wollen. Ja, wann kommt denn wieder endlich eine ausgezeichnete Wahl? Es müssten doch mal wieder Leute kaufen. Oder haben wir ein unfähiges Personal? Oh oh, Eliza Pancake hat sich in die Hose gepinkelt und die ist auch schwanger. Yay, 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 yay. Wir müssen auch. Und wir haben kein Geld. Doch, wir haben Geld für eine Toilette. Eine öffentliche Toilette können wir hier hinbauen. So eine. Oder so eine, wo ich dazu gucken kann. Nee, das war ein Scherz. So eine ist okay, oder? Wir haben aktuell kein Geld, um hier mehr zu machen. Dann kommt hier so eine hin. Und die wird bestimmt gleich verwendet, ne? Komm. Zack, und schon benutzt. Ja, wann kaufen die Leute immer? Unsere Mitarbeiter sind, glaube ich, schlecht, oder? Oder wann kaufen endlich mal Leute? Also aktuell 17 Uhr, wir schließen jetzt gleich. Das kann ja nicht sein, dass wir nur eine Sache verkauft haben. Nee, jetzt kommen so langsam die ganzen Sachen. Bedürfnis zu stehlen ist ja gar nicht wahr. Das haben wir geändert, das ist ein Bug. Der wird immer wieder das Bedürfnis zu stehlen haben. Okay, jetzt machen wir Geld. Jetzt machen wir Geld. Zum Ladenende machen wir Geld. Na toll. Na gut, wir haben auch später eröffnet. Darf man auch nicht vergessen. 2000, okay, cool. Wir warten, dass noch mehr ausgezeichnete Wahlen kommen. Das ist natürlich immer blöd mit dem Bedürfnis zu stehlen. Er möchte auch kaufen. Dann kassieren wir mal ab und dann schließen wir den Laden gleich, oder? Das Sublet. Okay. Ja, ich möchte am liebsten alle Sublets loswerden, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Okay, warten wir nochmal kurz ab. Sie benutzt es. Okay. Ich würde sagen, um 20 Uhr schließen wir auch, oder? Ja. Nee, wir wollen nicht. Ja. Ja, wir schließen dann jetzt. Gut. Jetzt ist Folgendes dran. Jetzt müssen wir mit dem aktuell noch vorhandenen Budget was machen. Okay, wir müssen gucken. Alle Sublets... Nee, das ist noch ein echtes. Das ist kein echtes mehr. Das ist noch ein echtes. Okay, 2 und 3. Und dann haben wir heute tatsächlich nur wenig Geld gemacht, ne? Ja. Das können wir uns nicht mehr leisten. Gut, das macht nichts. Dann geht's jetzt nach Hause. Ja, komm. Felix, heute haben wir gearbeitet. Und dann ist jetzt erstmal frei um 19.30 Uhr. Ja, der Laden hat geschlossen. Eigentlich müsste es ein Zwei-Schicht-System geben, das dann immer zwei Schichten laufen. Dann könnte man länger offen haben. Aber das geht ja leider nicht. Ja, boah, es ist 9 Uhr. Boah, das ist schon krass. Ich stehe in letzter Zeit immer 5.30 Uhr auf. Also nicht, weil ich irgendwie nicht schlafen kann, sondern weil ich das will. Das ist schon heftig, ne? 5.30 Uhr aufstehen. Also, ist heftig, aber ist angenehm. Ja, es ist 9.10 Uhr. Um 9.10 Uhr schlafe ich sonst noch. Also, wenn ich nicht 5.30 Uhr aufstehe, dann ja, stehe ich 9 Uhr auf oder so. Deswegen ist es Wahnsinn, wie früh ich schon am Aufnehmen bin. Aber was soll ich sonst machen, ne? So, komm. Dein Kind müsste doch jetzt jeden Moment eigentlich kommen. Ja, das warten wir noch schnell ab. Oh, wir sind erst bei 13 Minuten, bei 13 Minuten Aufnahme. Ernsthaft? Geil. Wen haben eingesetzt? Yay, es geht ins Krankenhaus. Und ich bin mega gespannt, wie viele es werden. Ich hoffe natürlich nur ein Kind. Ein Mädchen vielleicht. Was haben wir mehr? Ich überlege gerade, was wir in der Familie mehr haben. Ich glaube, wir haben tatsächlich mehr Mädchen. Dann vielleicht eher ein Junge. Also nicht
was wahrscheinlich heißt, sondern was ich lieber haben würde. So, wir haben ein, nee, eins, nein, erstmal so. Wir haben ein, zwei, drei, vier Jungen. Eins, zwei, drei, vier Mädchen. Okay, es ist einfach ganz egal. Okay. Ernsthaft? Ein Geist. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ich sag ja nichts, ne? Aber ich meine ja nur. Das ist creepy. Das ist creepy. Wir sind alleine, oder? Mit den Geistern? Mit den beiden? Das ist komisch. Nee, da kommt noch jemand. Yay, und Gina kommt auch. Sie ist auch Patient. Was hat denn Gina? Typischer Bug mal wieder. Ja, komm. Dann leg los, ja. Empfang anmelden. Ja, das zweite Mal, dass wir im Krankenhaus sind im Let's Play. Ja, erst das zweite Mal, ne? Ist noch nicht so oft gewesen, tatsächlich. So, wenn sie nämlich... Ja, jetzt geht sie nämlich hoffentlich mal. Yay, jetzt geht's los so langsam. Dann geh mal hin und dann mache ich auch ein paar Screenies natürlich, ist ja klar. Okay, wenigstens eine echte Ärztin. Ja, ne, also, ne, kein Geist, das meine ich mit richtig. Ja, allgemein, wie findet ihr übrigens den Patch, der jetzt ja neu gekommen ist? Gut oder schlecht? Das würde mich mal interessieren. Also ich bin enttäuscht vom Patch. Also das ist ja echt gar nichts. Das nenne ich nicht mal Patch. Das ist schon fast eher ein CC. Ja, also zwei Frisuren, das ist CC. Nicht mal CC. CC ist besser. So, dann warten wir jetzt ab. Es ist soweit, ne? Ja. Okay, ein Junge. Ein Junge, ein Junge, ein Junge, ein Junge. Ich habe mir noch keinen Namen überlegt. Wir würfeln, aber wir würfeln nach einem guten Namen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es ein Junge wird. Hendrik wäre auch nochmal lustig als Enkel. Wollen wir den auch Hendrik nennen? Dann haben wir zwei Hendriks. Ich bin immer so blöd, ne? Ich nehme immer die Namen nochmal. Okay, es ist ein Junge. Das ist das, was ich sehen wollte. Und zwar, yay. Ja, es ist ein Enkel da. Es ist ein Enkel da. Wie cool, oder? Verdammt nochmal cool. Nein. Warte mal kurz. Stand da irgendwie gerade was von... Nee, okay. Nee. Ich war gerade total verwirrt. Dann geh mal die schmutzige Windel wechseln. Nee, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr am Empfang anmelden. Stopp, ich brauche ein paar Screenies. Yay! Wie cool! Und es geht nach Hause. Okay, er rennt immer noch so. Hoffentlich legt sich das gleich wieder. Aber das ist cool, oder? Wir haben die dritte Generation. Ich weiß, ich mache das alles ein bisschen schnell. Folge 61 oder nee, 61, nicht 65. Und wir sind in der dritten Generation bereits. Also ja, nicht in der dritten Generation fortgeschritten, aber das erste Kind in der dritten Generation ist sozusagen schon da. Das ist schon krass, freue ich mich schon drüber. Mhm. Ah, ich habe Move Objects an, ne? Mist. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass die Wiege hier irgendwo hinkommt. Und wo kommt der Kleiderschrank hin? Wir haben keinen Platz mehr. Soll ich euch was erzählen? Ich glaube, wir müssen ausziehen. Ja, wir ziehen um, Leute. Umzug. Umzug, ja, wir ziehen um. Ja, und wir haben ja hier noch ein paar Möbel drin, ne? Aus Jahreszeiten? Nö, haben wir gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich unsere Möbel so ein bisschen mit, oder? Dass wir ein paar Möbel mitnehmen. Ne, wir waren ja, das hier war ja unser erstes Haus sozusagen. Und davon nehmen wir halt die Sachen mit, würde ich sagen, ne? Die ganzen Tiny Houses Sachen nehmen wir mit. Das waren unsere ersten billigen Möbel sozusagen hier. Also was ist unsere? Aber die Möbel von denen halt, die ersten billigen Möbel. Das sind ja auch wieder so abwertend, ne? Die ersten billigen Möbel. Das Bild nehmen wir mit. Natürlich das Kaninchen, das Baby. Den ersten richtigen Computer auch.
wären Bilder, das kann natürlich verkaufen, auch wenn das auch aus Tiny Houses ist, das ist mir egal. Es geht mir nicht um Tiny Houses, es geht um allgemein. Ja klar, die Katzensachen müssen auch mit, das haben die Kinder bemalt. Dann die Küche nehmen wir nicht mit, außer die alte Kaffeemaschine, die war einfach zu gut oder so, ne, so in der Theorie. Katzenklo kommt mit, das Waschbecken. Ne, ein Waschbecken nimmt man eher nicht mit, ne. Nur das Katzenklo. Aber ein Spiegel nimmt man vielleicht mit. Und natürlich die Badezimmersachen, die Seife, die Sachen. Ja, wir ziehen um. Leider. Warum leider? Ja, weil wir hier gerade erst eingezogen waren. So, dann haben wir jetzt gepackt und dann ziehen wir doch jetzt noch um am Ende. Ja, irgendwie ziehen meine Sims ständig um. Okay, dann packen wir das Baby wieder aus. Egal, wird eh wieder eingepackt. Ich dachte, ich tue dem schon mal einen Gefallen im Spiel. Aber nö, scheinbar nicht. Nee, wir ziehen jetzt um. Haushalt umziehen lassen, komm. Ja, unser Haus wird jetzt planiert, sozusagen. Aber ich würde sagen, wir bleiben in der Stadt. Das habe ich mir vorgenommen. Stadt bleiben wir, aber eben nicht da. Ja. San Myshuno ist schon cool. Ja, Budget ist mir eigentlich relativ egal aktuell. Da müssten wir keine Probleme haben. Weil da kann man dann auch eben mal sagen, wir cheaten ein bisschen. Also ich möchte schon wirklich was Cooles, wo wir uns auch wohlfühlen. Wie sieht es damit aus? Das ist schon groß, ne? Das ist zu groß eigentlich. Eigentlich wäre eins von den beiden cool. Da ist ein Kinderzimmer drin. Die Culpepper-Dinger. Auch cool natürlich. Ja, ist schwierig, was zu finden hier, ne? Was auch passt. Muss ja uns für uns passen. Hier leben wir aktuell drin. Die ist natürlich noch cool, die Wohnung, oder? Wollen wir uns die krallen? Möbel verkaufen. Ja, was im Inventar ist, bleibt auch im Inventar, ne? Also man kann dann Sachen einpacken und die Möbel verkaufen. Und dann bekommt man halt noch ein bisschen das Geld. Ja, das ist schlau, kleiner Trick immer. Ja, und dann sind wir jetzt umgezogen. Vergiss nicht, deine Miete rechtzeitig zu zahlen. Würde ich nie vergessen. Und dann packen wir jetzt erstmal aus. Ja, das ist ein ziemlich auch heruntergekommenes Haus, glaube ich, ne? Es geht tatsächlich, es geht. Das ist vielleicht auch unser Ziel. Als junge Familie sind wir hier eingezogen, ohne viel Geld. Und jetzt müssen die halt ihr Budget wieder ein bisschen aufstocken. Ja, aber die Tiny Houses dann packe ich aus. Die sind ja ein bisschen moderner und ein bisschen schöner. Habe ich denn die Stühle überhaupt eingepackt mit dem Tisch? Ich glaube, ich habe den Tisch vergessen. Nee, habe ich nicht. Oh komm, Leute. Wo ist denn der Tisch jetzt? Dann doch nicht. Dann bleiben wir so in der Wohnung, oder? Ja, aber dann bitte andere Stühle. Ganz einfach, kommen andere Stühle rein. Fertig, aus. So, hier ist das Babyzimmer erstmal drin und hier bleibt das Elternschlafzimmer. Und dann ziehen wir ein. Ja, natürlich, das Kaninchen muss auch ausgepackt werden. Boah, wir haben so viel Kram, ne? Wo kann das Kaninchen hin? Das Kaninchen bleibt erstmal hier. Das Bild aus Jahreszeiten darf nicht fehlen. Ja, ist alles voll alt, ne? Total runtergekommen. Ja, aber das ist halt das Ziel wahrscheinlich dieser jungen Familie, das wieder aufzubauen. Und ja, genau. Wie oft habe ich jetzt ja gesagt heute? Ich weiß es nicht. So, fressen darf nicht fehlen, natürlich hier. Also das, oh, hier ist ein Tatort gewesen, kann das sein? Das sieht nach Tatort aus, ne? Also sind es hier an die Arbeit, Tatort. Gibt es ja. Und da sind dann meistens solche Gemälde. Na schön. Sieht man auch noch im Leben wir jetzt da, wo eingebrochen wurde, irgendwann mal. Ja. Gut, dann kommt das natürlich hier noch rein. Wo ist das Bad? Wo ist das Bad? Wo ist das Bad? Wo ist das Bad? Hier ist das Bad. Das Katzenklo, wo kommt das hin? Da kommt da hin, wo das Kind schläft. Sorry, aber wir haben keinen anderen Platz. Erstmal, ja, das kann natürlich auch nochmal geändert werden, klar. Und natürlich haben wir hier auch unseren Ranzen sozusagen. Was bauen wir noch? Ne, den Kuchen haben wir mal im Inventar. So,
Ja, 24 Minuten, dann war's das. Wir sind jetzt im neuen Haus eingezogen, mit der Familie dann. Und bis dann, tschüss und bis zur nächsten Folge. Ja, bis dann.